So, da wären wir wieder. Wir sind wieder hier angelangt. Sagt uns, Kennen was wir haben Sie ja. euch geboten? Was kostet derzeit die Ehre von Ferelden? Die Verderbnis ist die Bedrohung von Nicht-Orle. In meinem Benauen sind inzwischen genug Flüchtlinge, um dies ausreichend zu untermauern. Der Süden ist gefallen, Loghain. Soll die dunkle Brut das ganze Land überrennen, weil ihr Orle fürchtet? Die Verderbnis ist in der Tat real, Wulf. Aber brauchen wir die grauen Wächter, um sie zu bekämpfen? Sie behaupten, nur sie könnten die Verderbnis beenden. Dennoch haben sie gegen die dunkle Brut bei Ostagar nachgerade spektakulär versagt. Und jetzt wollen sie 4 Legionen Chevaliers mitbringen. Und wenn wir unsere Grenzen den Chevalier einmal geöffnet haben, werden sie dann nach dem Kampf einfach so wieder in ihre Heimat zurückkehren? Ihr habt Bürger von Ferelden in die Sklaverei verkauft, um euren Krieg zu finanzieren. Was meint ihr? In Ferelden gibt es keine Sklaverei? Erklärt euch! Das Gesindeviertel kann nicht gerettet werden. Der Schaden durch den Aufstand ist noch nicht behoben. In den Häusern verrotten Leichen. Dorthin würde ich meinen schlimmsten Feind nicht schicken. Wir können es nicht halten, wenn die Verderbnis kommt. Egal, was ihr davon haltet, Wächter. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ungeachtet meines Bedauerns für die Elfen, habe ich getan, was zum Wohle Fereldens notwendig war. So, ich bin gerade eigentlich nur zurückgegangen, um Rhaegar nochmal aufzuleveln. Aber hey, wenn wir den Dialog nochmal machen können. Warum habt ihr versucht, eurer eigenen Tochter den Thron zu rauben? Ja, Wächter, lasst uns von Enora sprechen, denn das liegt mir sehr am Herzen. Was habt ihr mit meiner Tochter gemacht? Wir reden über eure Verbrechen. Ihr habt meine Tochter, unsere Königin, gewaltsam entführt und dabei ihre Wachen getötet. Was habt ihr getan, damit sie bei euch bleibt? Lebt sie überhaupt noch? Ich kann durchaus für mich selbst sprechen. Lords und Ladies von Ferelden, hört mich an. Mein Vater ist nicht mehr der, den ihr kennt. Dieser Mann ist nicht der Held der Schlacht am Dane. Dieser Mann hat seine Truppen abgezogen und euren König nicht beschützt, als dieser tapfer gegen die dunkle Brut kämpfte. Dieser Mann hat Caelans Thron bestiegen, noch bevor seine Leiche kalt war. Und mich eingesperrt, damit ich seinen Verrat nicht kundtun konnte. Ich wäre bereits getötet worden, wenn dieser graue Wächter nicht gewesen wäre. Die Königin sagt die Wahrheit. Der Einfluss des Wächters hat also sogar deinen Geist vergiftet, Enora? Davor wollte ich dich beschützen. Lords und Ladies, unser Land wurde schon früher bedroht. Es wurde zahllose Male verloren und wieder zurückerobert. Der Wächter. Ich halte zum Wächter. Südhang unterstützt die grauen Wächter. Drachengipfel unterstützt den Wächter! Die Westhügel bauen auf die Wächter. Möge der Erbauer uns beistehen. Ich halte zu Loghain. Er ist unsere einzige Hoffnung auf den Sieg. Der alte Mann ich kann halte zum Wächter. Die Verderbnis naht. Wir brauchen die grauen Wächter. Cool. Das Land ist gegen euch, Loghain. Tretet in Ehren zurück. Verräter! Wer von euch hat sich denn gegen den Kaiser von Orle gestellt, als seine Truppen euer Land verwüsteten und eure Frauen vergewaltigten? Ihr habt einst an unserer Seite gekämpft, Eamon. Das Land lag euch am Herzen. Aber jetzt seid ihr so alt und fett und selbstzufrieden, dass ihr die Gefahren nicht mehr seht. Keiner von euch hat es verdient, sich in dieser Angelegenheit zu äußern. Keiner von euch hat für dieses Land Blut vergossen, so wie ich es getan habe. Wie könnt ihr es wagen, mich zu verurteilen? Ruft eure Männer zurück, dann klären wir die Sache ehrenhaft. Dann lasst es uns beenden. Wir wussten wohl beide, dass es dazu kommen würde.
natürlich. Der Wert eines Mannes ergibt sich aus der Größe seiner Feinde. Das hat Marek mal zu mir gesagt. Ich frage mich, ob das eher für euch oder für mich ein Kompliment ist. Genug, das Landting soll die Regeln des Duells nennen. Es wird traditionell erfolgen. Ein Kräftemessen im direkten Zweikampf, bis eine Seite aufgibt. Und alle hier Versammelten werden das Ergebnis akzeptieren. Stellt ihr euch mir persönlich oder kämpft jemand für euch? Ja, ich selbst werde das Duell bestreiten. Die Männer werden euch oder mir folgen. Kämpfen wir darum. Macht euch bereit. Ich hätte halt gerne Morrigan genommen, aber sie ist zu schwach. Und die einzige Person, die stark genug wäre, um ja, ihn irgendwie zu besiegen, wären dann halt wir. Wer hat da gehustet? Raus. Raus aus meinem Palast. So, ich habe uns nämlich jetzt ein bisschen... von den Berserkern... geben. Nein, das nehmen wir. Ein Schwacher sollte erstmal ausreichen. Ja. Ah, Mann. Schade. Aber wir könnten uns schon wieder hochleveln. Sehr schön. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wieder zu weit weg. Okay, das ist böse. Das ist böse. Das machen wir nicht. Das ist nämlich Gotteslästerung. Oh nee. Jetzt treffe ich wieder nichts. Warum treffen wir denn nichts? Was ist denn los? So erkläre er es mir. Warum treffe ich nichts? Komm, Kräfte sammeln. Wieder verfehlt. Oh. Das war knapp, aber jetzt haben wir wieder nichts. Ah, verfehlt. Du darfst nicht verfehlen. Nee, das schauen wir wieder nicht. Nee. Ich weiß nicht, warum Rhaegar da so viel verfehlt. Das ist so dämlich. So, eigentlich hast du die Sache schon sicher im Sack und dann kommt halt Rhaegar und verfehlt halt jeden zweiten Schlag. Das ist einfach dumm. Ich verstehe das wirklich nicht. Dann müssen wir das nochmal machen. Was haben sie euch geboten? Was kommt? Komm. Und wenn wir unsere Grenzen den Chevalier einmal geöffnet... Egal, was ihr davon haltet, Wächter. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ungeachtet meines Bedauerns für die Elfen, habe ich getan, was zum Wohle Fereldens notwendig war. Ich versichere euch, Wächter, wenn ich jemand... Mir ist einerlei, wen Eamon sich so zum Feind gemacht hat, dass es zum Mordversuchen gekommen ist. Ihr habt mein... Ich wäre bereits getötet worden. Der Einfluss des Wächters... Der Wächter. Süd... Drachen! Die West... Ich halte zu Logan. Ja, du hältst immer zu Logan. Halt doch deinen Mund. Zum Wächter. Die Verderbnis nahe. Wir so, das Land ist gegen euch. Wer von euch... Ruft eure Männer zurück. Genug. Stellt ihr euch mir persönlich? Ja, ich werde es selbst machen. Meine Güte. Natürlich. Sieh mal, da drüben! Ja. Hinter dir! Ja! Wunderbar! Ja, komm. Haut mich jedes Mal. Los geht's.
tut doch weh. Ups. Muss ich erstmal hier die kleinen Tränke. Beziehungsweise die kleinen Wundumschläge. Das sind ja keine Tränke in dem Sinne. Komm, jetzt müssen wir den nehmen. Und jetzt trennen wir wieder nicht. Warum treffen wir denn nicht? Mir verfehlt. Komm, wir müssen irgendwie. Ich weiß halt nicht, was man dann noch machen sollte. Haben wir denn hier irgendwas anderes noch? Irgendwas, was uns helfen könnte. Ausdauer bekommen wir zurück. Ja, wow, ein kleines bisschen. So. Wenn wir jetzt halt nicht verfehlen würden, wäre es noch besser. Oh Mann, verfehl doch nicht. Rhaegar, du sollst nicht verfehlen. Hau drauf. No, schon wieder, schon wieder. Es ist egal, was ich da mache. Der verfehlt hier nur am Stück. Warum verfehlt der denn jedes Mal? Das ist so blöd. Ich verstehe es wirklich nicht. Nee, wieder verfehlt. Nee. Das ist so blöd. Ich hab keine Lust mehr, ey. Was ist denn das für eine Kacke? Die Männer werden euch oder. So. Das ist dein Ende. Wunderbar. Komm, ich hab den doch getroffen. Hallo, greifst du auch mal an? Einfach da, guckt ihn an, ja, das machst du super, Rhaegar. Ja, komm, Rhaegar. Willst du nochmal sein Schwert fressen? Ist das, was du möchtest? Komm, Rhaegar, du musst ihn irgendwie in die Knie zwingen. Nice, super, super, super. Ich krieg das Kotzen, ich krieg das. Warum? Ich verstehe es nicht. Meine Güte, ich verstehe es einfach nicht. Es nervt so sehr. Oh Mann. Hey, vielleicht schaffen wir es ja jetzt im. Ich weiß nicht, wie viel im Versuch. So. Nehmen das erstmal. So, ich brauche jetzt den letzten Wundumschlag. Okay. Widerstanden. Mist. Nein, wieder. Ja! Unterschätzt, Wächter. Ich dachte, er wird wie Kaelin, ein Kind, das Krieg spielen will. Ich schlag dir den Kopf ab! Ich habe mich getäuscht. In euch wohnt eine Stärke, wie ich sie seit Mareks Tod nie mehr gesehen habe. Ich gebe auf. Oh Gott.
Gott! Ah! Meine Güte! Das kann doch nicht wahr sein! Ihr werdet für eure Misstaten sterben! Wartet, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Terran ist ein Krieger und anerkannter Feldherr. Er kann uns nützlich sein. Lassen wir ihn das Beitrittsritual durchlaufen. Nein, das ist Wahnsinn. Wir sind zu wenige. Es geht nicht darum, was wir wollen, sondern was wir tun müssen. Unsere Pflicht besteht darin, den Erzdämon zu erschlagen. Wir sind keine Richter. Ob nun Brudermörder, Blutmagier, Verräter, Rebellen, Karterschurken oder gewöhnliche Diebe. Wer stark und mutig genug ist, sein Schwert gegen die dunkle Brut zu erheben, ist bei uns willkommen. Wir sind derzeit zu dritt in ganz Ferelden. Es gibt gute Gründe dafür, so viele Wächter wie möglich zu haben, wenn es gegen den Erzdämon geht. Der Beitritt verläuft oft tödlich, nicht wahr? Wenn er überlebt, bekommt ihr einen General. Wenn nicht, bekommt ihr eure Rache. Das müsste euch doch genügen. Überhaupt nicht! Riordan, dieser Mann hat unsere Brüder im Stich gelassen und uns dafür die Schuld gegeben. Er hat uns gejagt wie Tiere. Er hat euch gefoltert. Wie können wir das einfach vergessen? Nein, Logan muss für seine Verbrechen sterben. Das könnt ihr nicht tun. Mein Vater mag Fehler gemacht haben, aber für das Volk ist er immer noch ein Held. Nora, lass gut sein. Es ist vorbei. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das ist eine ernste Sache. Töchter werden die Erwachsenen, Nora. Sie bleiben immer 6 Jahre alt mit Zöpfen und aufgeschlagenen Knien. Vater! Macht schnell, Wächter! Mit dem Wissen, dass Ferelden in euren Händen ist, kann ich dem Erbauer gegenübertreten. So sei es. Es ist also beschlossen. Alistair wird den Thron seines Vaters besteigen. Was? Moment mal, was? Nein. Wann wurde das beschlossen? Niemand hat das beschlossen, oder? Er verweigert den Thron. Jeder hier hat es gehört. Damit ist wohl klar, dass er zu meinen Gunsten verzichtet. Ihr seid hierbei wohl kaum eine geeignete Vermittlerin, Anora. Wächter, werdet ihr uns helfen? Ja. Ich muss erst mit Alistair sprechen. Seltsam. Ich fühle mich wie damals in der Abtei, wo ich für die Übungskampfgruppe nicht als Letzter ausgewählt werden wollte. Was sollte ich eurer Meinung nach tun? Das fragt ihr mich? Ja. Ihr müsst euch zwischen Anora und mir entscheiden, richtig? Ja. Offen gestanden solltet ihr den Thron ihr zusprechen. Ich habe ihn nie gewollt. Aber es liegt an euch. Ich möchte auch mit Anora sprechen. Natürlich. Wen sollte ich eurer Ansicht nach auswählen? Wächter, die Antwort darauf ist eindeutig. Alistair wäre ein katastrophaler König. Ich kann Ferelden führen und habe das bereits bewiesen. Seid ihr darauf vorbereitet? Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Daran hatte ich nie den geringsten Zweifel. Okay. Dann, bin ich bereit, meine Wahl zu treffen. Als Vermittler in diesem Disput, wie lautet eure Entscheidung? Wer soll Ferelden führen? Königin Anora. Danke, Wächter. Es war klug von euch, in diesen schweren Zeiten die Herrschaft über Ferelden nicht noch länger zu unterbrechen. Als erstes muss ich als Königin darauf bestehen, dass Alistair vor dem gesamten Lanting schwört, seinen Thronanspruch und den all seiner Erben aufzugeben. Oh, ich wollte ihn sowieso nie. Will sagen, ja, natürlich. Mit Freuden. Und jetzt, Lords und Ladies von Ferelden,
Wir müssen eine Verderbnis besiegen und Armeen aufstellen. Dieser Mann wird uns dabei anführen. Wir werden nicht zulassen, dass dieses Land weiterhin von dem Erzdämon bedroht wird. Sammelt eure Truppen und erwartet die Befehle des Wächters. Am morgigen Tage beginnen wir unseren Kampf gegen die größte Bedrohung der... Und wir werden siegreich sein. Denn wir sind Ferelden. Genau. Sehr gut. Yay, ich hoffe, er ist glücklich. Es ist also vorbei. Mein Vater ist tot. Ich hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde. Ich hätte nie gedacht, dass es so endet. Was für eine Verschwendung.